Dieser Mann hat einen ungewöhnlichen Beruf. Keine Reise ist ihm zu beschwerlich. Kein Weg ist ihm zu weit. Keine Frucht ist ihm zu sauer. Kein Geschmack zu fremd. Mark Brownstein, ein Amerikaner mit Sitz in Hongkong, sucht unbekannte Zutaten, um sie kreativen Küchenchefs in aller Welt zugänglich zu machen. Ganz im Süden Chinas liegt die Hauptstadt von Guangdong oder Canton, wie die Provinz früher hieß. Sie gilt als kulinarische Hochburg in China. Hier hält man Tradition lebendig. Hier gibt es ein super Essen, vor allem viele wilde und interessante Zutaten. Ich muss das alles sehen, alles essen. In China ist Mark meist mit seinem Freund Anthony Chow unterwegs, einem talentierten Küchenchef aus Shanghai. Sie sind an einem buddhistischen Feiertag angereist. Dann wird frühmorgens vor den Tempeln Markt gehalten und eine Frucht verkauft, die nur hier bekannt ist. Mark hat von ihr gehört, aber gesehen hat er sie noch nie. Was ist es und wie heißt es? Lian, die Händlerin, sagt, die Früchte heißen Foshu, was Buddhas Hände bedeutet oder Buddhas Finger. Ah, Buddha-Hand-Zitrone. Kocht sie damit bestimmte Speisen? Nein, keine Speisen, aber als Medizin ja. Und man isst sie als Obst, die Finger Buddhas, aber erst nach dem chinesischen Mondfest, wenn sie wirklich reif sind. Woran man das sieht? Wenn sie von unten her gelb wird, die Frucht, wie... Na, wo ist denn eine? Diese da. Aber wenn du Suppe machst, wird es bitter. Die Schale ist bei manchen Pflanzen ziemlich bitter. Längst sind die Tempel wieder gut besucht in China, nachdem zu Maos Zeiten Religion verpönt war. Man betet und opfert für pragmatische Ziele, für gute Geschäfte, den rechten Ehemann, Gesundheit. Wegen ihres intensiven, frischen Geruchs, erfährt Mark, ist die Zitrone seit alters her eine beliebte Opfergabe in den Südprovinzen Chinas. Buddhas Finger stehen für Reinheit, auch im spirituellen Sinne. Viel los jetzt bei ihr. Lian, hör mal, wir finden deine Früchte echt gut und würden gerne mit in dein Dorf gehen und uns umschauen. Geht das? Schwierig im Moment. Du siehst ja, ich habe Kunden. Dem Charme der beiden kann sie am Ende nicht widerstehen. Vielleicht kaufen sie auch ordentlich. Nach 2 Stunden Busfahrt haben sich die drei gut angefreundet. Lians Dorf ist auf den Anbau von Buddha-Hand-Zitronen spezialisiert. Sie werden getrocknet und als Zutat für einen Erkältungstee verkauft. Für Mark und Anthony wird es nun spannend. Ist es die bittere Sorte, die nur als Medizin taugt, oder eine seltene andere? Schmecken süß, oder? Wirklich sehr süß. Das ist die richtige Sorte, die kulinarische Sorte. Wunderbar frisch riecht es im ganzen Dorf. Der Duft hält Moskitos und Fliegen fern, erfährt Anthony von Lians Vater. Und dass man die Zitronen vor allem verkauft, selten damit kocht, eigentlich gar nicht.
Wenn überhaupt, gibt man sie an Hühnersuppe. Derweil bringt Lian den Foodhunter zu einem der vielen Zitronengärten im Dorf, um die sich ihr Mann Leng kümmert. Jetzt, auf dem Höhepunkt der Saison, erntet er 200 bis 300 Früchte jeden Tag. Guck mal, die ist sehr schön. Riech mal. Jetzt riech halt. Musst ganz ran mit der Nase. So fresh, huh? I think it's, you know, exceptional. Die Frucht ist etwas Besonderes unter den Zitrusfrüchten. Die ganze Kraft des Zitrusöls, der ganze Duft, das Aroma ist in der Schale konzentriert. Noch bevor man sie schält oder anschneidet, ist alles erfüllt von ihrem Duft. Mein Mann lebt hier und ich bin in der Stadt. Nur so geht es. Er erntet die Buddha-Zitronen, kauft auch von anderen Bauern und schickt mir 200 bis 300 jeden Tag in die Stadt, wo ich sie am Gongshao-Tempel verkaufe. Ja, wir kommen zurecht, aber ich bin immer getrennt von meiner Familie. Das ist schwer. Natürlich ist es schwer. Es ist nur für die Kinder, nur dafür. Anthony ist in westlicher wie chinesischer Küche ausgebildet. Aber Citrus medica sarcodactylis, wie die Frucht botanisch heißt, ist auch für ihn etwas Neues. This is my first time to cook this special fruit. Für mich ist es das erste Mal, mit dieser speziellen Zutat zu kochen. Ein wenig hatte ich gehört von der Frucht, aber noch nie gesehen, wie sie genutzt wird. Ich bin ziemlich überrascht, für die westliche Küche wird die Frucht gut funktionieren. Man kann sie kandieren, Sorbets daraus machen oder sie zur Entenstopfleber geben. Passt also auch zur extravaganten Küche. Den Restaurantchefs werden die Worte fehlen. Wenn du Zitrus thematisierst auf deiner Karte, ist das mehr als eine Zutat. Sie sieht extrem gut aus, duftet gut, sodass sie doppelt und dreifach wirkt. Ob süß oder herzhaft, in Drinks, Nachtischen oder als Dekoration. Ich sage mal, eine Zitrone wie diese, die gibt's nicht nochmal. Sieht aus wie eine Foodhunter-Entdeckung aus dem Weltall. Der Hammer, das Ding. The orchard from outer space. That thing is amazing, you know. Zurück in der Provinzhauptstadt. Die Kantonesen essen alles, was vier Beine hat, außer Tischen, und alles, was fliegt, außer Flugzeugen. Ein Klischee. Aber richtig ist, die Kantonesen lieben ungewöhnliche Zutaten. Und in dieser Straße kann man sie kaufen. Hey, was ist denn das? Sieht aus wie meine Pelzmütze. Es sieht eher aus wie Haare. Entschuldigung, wie heißt das Zeug? Fazai. Das Zeug heißt Fazai. Ein Gemüse? Ja, Gemüse. Kantonesen tun es in Suppen, in bestimmte Gerichte. Wow, sieht das cool aus. Anthony erfährt, dass das Haargemüse aus den wüstenhaften Provinzen im Norden Chinas stammt. Sie sagen, das kommt aus... Aus Flüssen? Nein, eine Art Gras. Aus dem Meer? Nee, aus der Wüste. Hübsch. Riecht nach gar nichts. Der Name Fazai bedeutet Haargemüse, aber auch wohlhabend oder reich werden auf Chinesisch. Das heißt, wenn du es isst, wirst du reich und glücklich. Oder so ähnlich.
Eine Zutat, die Glück bringt. Ja, Kantonesen nehmen das ernst. Die lieben solche Speisen.